Und ich finde das ganze Setup von davor, das ja auch schon eine recht gute Anspannung reinbringt, hat ganz gut dieses so Scheiße, wir kämpfen jetzt, war überlagert von Scheiße, jetzt geht's los, Scheiße, wir gehen da jetzt hinein. Es war so viel an verschiedensten Anspannungsfaktoren da vereinigt. Das ist die Mimo jetzt, ne? Die Mimo war super. Mimo hat das tipptopp gemacht. Sie hat also die schwierige Aufgabe, den Promoter und Ringrichter gleichzeitig zu machen. Das heißt, die Mischung aus Stimmung machen und Informationen einbringen, was Ja. sonst auf zwei Personen aufgeteilt ist, hat sie wunderbar fusioniert. Ladies and Gentlemen, es ist Zeit für den Kampf, auf den wir alle gewartet haben. Hier und heute, in Salzburg, in der Arge Kultur, an diesem verregneten, kalten, grauen 16.03.2018 soll es noch einmal so richtig heiß hergehen. Andy the Candy versus Huckle the Knuckle. Meine Damen und Herren, die Kämpfer haben sich intensivst vorbereitet. Wir haben sie begleitet. Und nun an dieser Stelle ein Recap der vergangenen Wochen. Das Spannende am Boxen ist, dass es so eine absolut fremde Welt ist. Ich habe ja davor noch nie in meinem Leben einen Boxkampf angeschaut oder mich in irgendeiner Form mit Kampfsport auseinandergesetzt oder irgendwie beschäftigt. Ich finde Kämpfen schon spannender. Dieses martialische Kräftemessen, das finde ich irgendwie sehr, sehr ansprechend. So einfach Uka Uka, wer ist der Stärkere? Nur mehr Technik, wenn man. Okay. Ich habe schon öfters in meinem Leben irgendeine Form von Sport gemacht, aber dass ich tatsächlich auf etwas so hingearbeitet habe, dass ich einen Trainingsplan habe, dass ich mir überlege, wie ich ein Intervall aufbaue für ein Intervalltraining, dass ich 3 Minuten von einer Runde durchstehe, dass ich meine Ernährung an das anpasse, wie ich trainiere. Das ist sehr spannend zu beobachten, was das mit einem macht. Kunst hat wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun, finde ich. Ich bin kein sportlicher Mensch. Ich schwitze nicht so gern wegen dem Bewegen eigentlich. Ich schwitze generell gern außer in der Sauna, weil da kann ich mir nachher kalt duschen. Aber auch wenn es heiß ist, taugt mir nicht. Aber so schwitzen finde ich jetzt auch nicht so geil. Ich kann natürlich mich jetzt mit mich ins Finstere stellen und wir beide wampern und versuchen uns da irgendwie zu kloppen. Es ist aber nicht das, was ich präsentieren will. Sondern ich will halt einen Kampf auf einem anderen Level präsentieren. Und da gehört einfach diese Disziplin einfach dazu, zu sagen, ja, ich will aber dieses Produkt haben. Und wenn das halt heißt, dass ich jetzt 10 Wochen kein Bier sauf, dann sauf ich jetzt 10 Wochen kein Bier. Vor allem, wenn wir irgendeinen Amateurboxer da jetzt hinstellen und das kämpfen lassen, dann fehlt an sich das, was so eine klassische Geschichte, dieses Becoming, fehlt eigentlich. Für den Kampf mag es egal sein, aber für uns ist es halt, geht es genau darum, dass wir zu dem werden. Dankeschön. Für mich ist es Kunst durch die Show. Ich kann mir denken, so, das mache ich jetzt für die Show und dann bin ich wieder total happy. Ja? Wenn ich sage, so, hey, für die Show nehme ich einfach 10 Kilo ab, weil ich einmal so einen auf Boxer machen will, kein Problem. Wenn du sagst, nimm 10 Kilo ab, damit du gesund lebst. Ist so. Meine Damen und Herren, fassen Sie sich Mut. Treten Sie näher an den Ring heran. Denn die Kämpfer sind bereit. Der erste Kämpfer ist bereit, in den Ring zu treten. Mit einem Kampfgewicht von 78 Kilo, einer Körpergröße von 1,77 und einem Alter von 40 Jahren.
In der roten Ecke, gekleidet in Rotgold. Ein Freund harter Worte und harter Schläge. Der Wikinger aus Wien. Meine Damen und Herren, einen großen Applaus für Erdina Kenny! Ja, Nackel. Durch den Wald laufen, gegen Mädchen boxen. Jetzt komm ich. Jetzt schauen wir uns das dann an. Das, was jetzt eigentlich kommt, der Einzug, war eigentlich, vor dem hatte ich am meisten Angst. Alleine in eine Halle reinzugehen, mit nacktem Oberkörper und dann da rumposen, das war so, ich bin auch viel zu schnell. Und also nichts zu sagen? Ja, nichts sagen, aber nur so den Macho-Proll raushängen lassen, so auf Ernst. Das war schon tough. Und dann auf der Bühne das Tanzen, das war echt ultra tough. Ja, also ich tanze ungern generell schon so auf Partys, aber dann auf einer Bühne mit Licht auf mir alleine war wirklich so auf. Aber so machen das die Boxer. Deswegen wird das einfach so gemacht. Das wird nicht hinterfragt. Aber ich meine, ich bin immer noch fett. Aber ich bin froh, dass ich 8 Kilo abgenommen habe, weil dann wäre ich echt noch um einiges fetter. Ja, wir schauen auf den Bildern schon teilweise ein bisschen. Ja, auf den Bildern geht super, da kann man den Bauch einziehen, die Muskeln anspannen. Aber da im Kampf, wenn ich bewege, sehe ich aber die Wampen herumeiert. Wobei es ist schon tighter als noch vor einem halben Jahr, natürlich. Mit einem Kampfgewicht von 78 Kilo, einer Größe von 1,78,5, zwei Kämpfe, ein Sieg, via Knockout. Meine Damen und Herren, in der blauen Ecke, gekleidet in Blaugold, der Stratege mit dem langen Atem, the Sleeping Dragon. Meine Damen und Herren, einen fulminanten Applaus für den amtierenden Champion im superschweren Fliegengewicht. Hacke! So, Andy, heute Abend ist soweit. Heute wirst du der Luft dafür brauchen, im Ring durchzustehen und nicht für deine großen Sprüche. Also, wir sehen uns im Ring. Zuckerl. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. Ich kann mich an meinen Einzug überhaupt nicht mehr erinnern. Dein Einzug ist einfach so arg, weil du den Rüdiger hast, der einfach ausschaut, als wäre er schon 3 Tage auf Acid. Und sich jeder denkt, was macht der Dude hinter Michi? Rüdiger kann man immer gut als Visual Statement verwenden. Ja, das stimmt schon. Aber es ist schön, wie er das mit dem Ding macht, mit dem Fettzahl wieder zurückwerfen. Ja, das haben wir geübt. Ja. Mit einem sicheren Grinsen des Titelverteidigers. Dein Auftritt war tatsächlich wesentlich pompöser als meiner. Das hat ja alles sehr richtig gepasst als Titelverteidiger. Ich finde es ja geil, wenn die Selina hinten steht und macht so klein. Einmal kurz, dass ich bei Wrecking Ball mittanze. Einfach weil ich. So, nein, das kann ich nicht machen. Aber da schau dir das an. Die Pose ist einfach so auf Yes, it's me, motherfuckers. Schau. Das Bild. Ja, aber es ist wie im echten Leben. Du feierst dich ab und hinten der andere Boxer scheißt drauf und macht sein Ding. Nach schönen Einlassen bin ich ja dann quasi zu spät in die Mitte des Rings gekommen.
Aber als Titelverteidiger kann man sich das leisten. Here we go! Boxes, here we go! Aber das fand ich sehr interessant. Das habe ich mir, also da beim Stare-Down, ich schaue dich ja wirklich an und du schaust die ganze Zeit ins Publikum. Alright. Das Regelwerk ist klar, wurde besprochen. Remember this. At all times. Dass wir beides Bauch reinziehen können. Keep yourselves protected. Damit kann es kommen. Good luck! Are you ready to rumble? Da war ich noch extrem nervös, ob das Scheißzeug blitzt. Gesteppert. Vor dem ersten Schlag. Ich glaube, die ersten zwei Schläge hat es noch nicht ausgelöst. Dann da und da war alles. Ja, und da geht's hier gleich recht schön los. Ich finde, das Kampf sieht wahnsinnig. Also, und das haben wir echt noch gut hinbogen. Schau, wie schön du da stehst. Ich habe auch schöne, wo ich schön gerade. Also richtige. Schöne lange Gerade, dass ein bisschen Dynamik drinnen ist im Körper. Es schaut aus, es schaut halt genauso aus, wie wir es uns gedacht haben eigentlich, oder? Es schaut einfach so aus, wie wir es uns gedacht haben. Das ist super. Ja, es ist halt auch urdynamisch losgegangen und ich habe gedacht, so, wir sind voll gut drauf. Und da habe ich dann halt auch echt die Zeit, echt. Die ersten drei Minuten haben sich wirklich elends lang angefühlt. Echt so oft, das gibt's ja gar nicht. Drum kommt dann dieses End-Crescendo endlich von der Musik und es kommt halt nicht und kommt halt nicht, weil es halt drei Minuten ist. Und es blitzt ja auch recht häufig. Das war schon so auf, na, jetzt tun wir das, was wir geübt haben die ganze Zeit. Jetzt haben wir uns, ja. Jetzt haben wir das die ganze Zeit geübt, dass wir das schön machen. Haben uns ein bisschen kaputt gemacht. Das ist eine super Runde, da geht's voll ab. Erste Runde ist wunderschön. Schau, ich bewege mich auch ganz viel. Nein, wir tanzen umeinander herum. Ja. Gehen nicht zu nah an den Ringrand. Drehen uns immer schön vom Publikum aus, soweit es geht. Wie richtige Jahrmarktsboxer. Ja, drei Minuten sind einfach lang. Das hätte man sich in einer 5-Minuten-Pause in der Schule nie gedacht, wie lang 3 Minuten schon sind. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, der Rückenschlag. Das war der Rückenschlag, so früh war das schon. Okay. Auf jeden Fall bin ich jetzt gerade mit dem Oberkörper zum Publikum hingestanden und du warst hinter mir. Okay. Und es hat geblitzt. Aber schau, da bin ich komplett fertig, Ende erste Runde. Das habe ich komplett versagt. Mit Kraft einteilen. Völlig versagt. Ja, wir sitzen beide ein bisschen erbärmlich in den Ecken. Das war ja der große Kampf. Der große Kampf war ja nicht Andy the Candy versus Hackel der Nackel, sondern Angriffslust versus Actual Fitness. Ich bin definitiv nicht Actual Fitness. Ja, diese Lieder war fantastisch. Diese Lieder war so gut. Sie hat auch so auf, er hat die Deckung eh nicht um. Dann einfach links vorführen und heim rechts rein, hat die Deckung eh nicht oben. Und dann so Wasser und da Mundschutz und Handtuch und noch einschmieren.
Die zweite Runde, habe ich mir eigentlich gedacht, geht jetzt genauso weiter wie die erste, nur dass man in der zweiten Runde dann einfach die Luft dann ausgegangen ist. Alright. Meine Damen und Herren, sind Sie bereit für Runde 2? Aber schau, da stehst du schon auf 5 Meter. Off we go! Und weiter geht's. Zweite Runde war ich die schönste. Das war die, wo du geführt hast. Eben. Ja, eben, deswegen findest du es die schönste. Weil am Anfang mache ich schon noch brav mit, auch in der zweiten Runde. Und dann irgendwann merke ich einfach so, oh fuck, das war jetzt echt. Ich bin dann draufgekommen, wenn ich nur in der Deckung stehe, dann wird es noch anstrengender, weil du dann gar nicht zum Arm aufhörst. Es ist besser, ich auch hin und wieder mal drück, dann machst du auch Pause. Na, da stehe ich jetzt schon in der Deckung. Da mag ich schon immer. Da wäre es eigentlich kurz so weit gewesen, dass ich gedacht habe, ah, ich falle jetzt eigentlich gleich um. Und dann dachte ich, na, warte mal bis Runde 3, kann immer noch aufgeben. Da dachte ich, doch schön erwischt auf der Seite, in die Nieren. Na, wieder Rückangriff von dir. Hier mal ein paar Lungen voll Luft abgekriegt. Wobei, ich habe dann einfach nur wahrscheinlich einfach so weit reduziert, dass ich es ja einfach ausgehe, weil am Ende von der Runde stehe ich eigentlich ganz gut da, eigentlich besser als nach der ersten. Bin nur ein bisschen. Es blitzt doch deutlich, sagt er in der Runde. Ja, aber so schlecht ist es jetzt auch nicht. Nein, es ist nicht langweiliger. No. Mehr Dynamik hat der Kampf in der ersten gehabt. Das stimmt. Viele Schläge sieht man ja auch nicht. Es hat ja schon ein paar Mal Schläge, die eindeutig getroffen haben und auch Impact haben, die aber dann nicht geblitzt haben. Also das ist schon auch passiert. Man trifft halt einfach nicht immer schön vorne, ja, wenn man nicht sieht, wo man hinschlägt. Ja, manchmal rutscht man irgendwie schief ab und dann ist es halt irgendwas. Eben auch wieder der Endschlag. Aber schau da! Da stehe ich schon, dann kleine immer so herum wie nach der ersten Runde. Ganz knapp vor Rundenanfang habe ich mich dazu entschlossen, anzugreifen. Beim Sitzen habe ich mir gedacht, ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache. Jetzt in der dritten Runde, wo alles erlaubt ist, wie ich es angehe. Und dann kurz beim Reingehen und dachte, what the fuck, dann tue ich halt. Weil mehr als dass ich mich auspower und die ihn nicht umnock und dann einfach selber umfall, kann ja nicht passieren. Das wäre ja dann genau der andere Ausgang gewesen. Ich hau jetzt einfach so lange rein, was geht, bis ich nicht mehr kann. Und ein bisschen was wäre schon noch gegangen, viel nimmer. Aber man sieht es wirklich am Anfang. Ja, jetzt wird es gleich ein Blitzgewitter kommen. Okay.
Du nimm ich auch schön zurück. Ja, ja. Die Helligkeit noch ausgenutzt. Wunderbar. Da habe ich dich jetzt verloren. Ja, aber da ist jetzt nochmal angegriffen. Und da war es jetzt aus. Ja, wenn man sich's anschaut, fühlt sich's deutlich kürzer an, als wenn man drin steht. Das stimmt. Das stimmt. Von dem Moment vom Rauskommen bis zum Kampf vorbei, das war echt eine lange, lange. Das ist wie ein Tag. Ja. Die Minuten in der Pause dazwischen, das war. Also grundsätzlich vergeht's extrem schnell und jeder Moment trotzdem schon auch sehr langsam. Ja. Also eben, dass in der Pause dort sitzen und bewachelt werden, das waren schon so, das war so Zeit, mal das war. Und das waren 1,5 Minuten, 2 Minuten? Ja, sowas, keine Ahnung. Viel war es nicht. Ja. Das war's. Ja. Poxblitz 2018. Wir sehen uns auf Puls 4. I'm fucking angry!